Ja, hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Dieser Name. Ja, aber den, übrigens, ich habe mir den extra patentieren lassen. Also wenn derjenige, der auf die Idee mit dem Namen gekommen ist, jetzt der Meinung ist, dass das nicht patentiert wäre, sondern, ne, also ich wollte ja noch eine Unterschrift von dir, erinnerst du dich? Ja. Egal. Jedenfalls haben wir hier etwas, ja, hallo. Frau ist auch da und Frau hat schon etwas mitgebracht, nämlich diesen Sack. Ja, und was da drin ist, das gucken wir uns jetzt gleich an und dann hoffe ich, dass wir das noch mit diesem Objektiv hinbekommen. Ich habe auch noch ein Lichtstärkeres, aber jetzt mal gucken, was wir so treiben. Ja, es wird langsam dunkel, das ist diesmal beabsichtigt. Nicht das übliche Übel, sondern Absicht. Dann schauen wir doch mal, was unser heutiges Adventskalendertürchen so in sich bringt. Es hat was mit einem Sack zu tun. Und aus dem Sack kommen Dosen, Säcke, Zettel, Zettel. Ja. Oh. Ein Glühweinrezept. Glühwein. Ja, man kann ja nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Nein. Eine Buschbox. Mhm. Es gibt Wein. Ja. Es gibt Muskat. Oh. Es hat noch mehr Wein. Noch mehr Wein. Dann kommt hier ein Deckel raus. Mhm. Dann gibt es eine Zitrone. Ui. Es gibt spannendes weißes Pulver. Mhm. Kokain. Es gibt Wein. Ja. Dann haben wir hier ein Glas. Oh. Oh, edel. Ja, ne? Viel edler als im Weihnachtsmarkt. Ja, stimmt, das haben die da wirklich nicht. Da haben sie Tassen. Mhm. Ja, aber hallo, Tassen sind ja wohl keine... Oh, wie ist das da reingekommen? Ein spannendes Glas. Mhm. Mit Gewürzen. Mit Gewürzen. Machen wir erstmal das Glas ganz. Was haben wir denn da? Da kommt eine halbe Zimtstange raus. Da kommt ein Sternanis raus. Da kommen ein paar Böllele raus. Böllele. Das sind Piment, oder? Pimentkörner, genau. 4 Stück. Und dann hat es hier noch 3 Nägeli, also ganze Nelken. Wir nennen sie Nägeli, weil wir sie häufig wirklich wie Nägel halt dann in die Orangen. Ja, das kenne ich, das hat Mutter auch immer so gemacht. Mit Lorbeerblättern. Lorbeerblätter mit Nelken drin. Dann verkocht man es. Ja, ja, das war für weiß ich nicht mehr, wo sie das gemacht hat. Ich glaube, ein Gulasch. Ja. So. Wir machen es auch einfach, weil es lecker duftet zu Weihnachten. Stecken wir es dekorativ in eine Orange rein und dann hängen wir es auf oder lassen es rumliegen. Und ach so. Duftet es lecker. Darum kennen wir es als Nägeli. Okay. Okay. Und, was haben wir noch? Es geht noch weiter. Im Mist. Ein bisschen Wein. Oh, noch mehr Wein. Und ein Topf. Mhm. Ja, ich glaube, damit lässt sich doch ein Adventskalendertürchen füllen. Ich glaube auch. Und ein Ben, der lässt sich damit auch füllen. Ja, okay. Geht ja jetzt schon gut los. Da sonst immer ich kochen muss, Schatz. Mhm. Wie wär's, wenn ich mich heute ums Feuer kümmere und ja, du kochst? Ja, okay, Deal. Du hast hier ein Rezept vom Mensch, der den Sack gemacht hat. Ja, das bist du. Das nur mal am Rande angemerkt. Gut, nee, also Rezept kann ich ja soweit schon mal verlesen. Wir brauchen ein Viertel Liter trockener Weißwein. Ist in unserem Fall ein Grauburgunder, glaube ich. Dann haben wir ein Viertel Liter, also auch eine kleine Flasche Roséwein. Wir haben 2 kleine Flaschen, auf dem Rezept steht Bordeaux, wir haben jetzt Merlot. Das ist so kurz. Und Rosé. Gut, jetzt kann man natürlich Wein nehmen, wie man möchte. Ich kenne mich jetzt mit Wein ein ganz kleines bisschen aus, aber ich will jetzt gar nicht wie groß rumklug scheißen, aber genau. Jedenfalls dann noch 75 Gramm Zucker, ein Viertel, ja ich klug scheiße sonst auch immer, egal. Eine Viertel Bio-Zitrone, da geht es wohl auch eher um die Zitronenschale. Dann eine halbe Zimtstange, eine Viertel Messerspitze Muskat, also wirklich wenig. Frau Schatz, das haben wir doch jetzt schon alles ausgepackt. Das könntest du, währenddem du es verliest, einfach reinmachen. Das wäre viel praktischer. Ach so, du meinst in den Topf?
Ja, oder in den Ben rein, aber vorher mischen empfiehlt sich. Gut, also hier ist der Topf. Muss mal gucken, ist der Topf überhaupt im Bild? Der Topf ist so einigermaßen. Ich versuche hier eine Buschbox einigermaßen flach hinzustellen. Geht viel einfacher, wenn man sie sich einfach in die Erde drückt, als wenn man da versucht. Gut. Das machen. Dann kippe ich hier jetzt ganz viel Mischwein zusammen. Das ist im Grunde ja schon Frevel. Ja, aber du, die Betty Bossi sagt, das soll so. Ja, wenn das so ist. Die Betty Bossi, das wissen wir ja inzwischen, ist unsere Nationalköchin. Ja. Also wir haben hier jetzt auch keine super tollen Weine. Hier zum Beispiel ein badischer weißer Burgunder. Wahrscheinlich badische Zentralkellerei, irgendwie sowas. Die gab es früher mal. Kälterei. Habe ich Kellerei gesagt? Ja. Obala. Lass mal lesen. Enthält Sulfite. Rheinberg Kellerei GmbH. Bingen. Bingen? Was hat denn das mit Baden zu tun? Bingen ist doch nicht in Baden. Heieieiei. Na gut. Also in Bingen ist schön, aber... Vielleicht kommt die Traube von, das macht auch keinen Sinn. Nein. Egal. Jedenfalls hier noch ein bisschen mehr Loh. Das ist auch jetzt nicht der allerbeste. Aber hallo, es geht um Glühwein. Und wenn man schon verschiedene Weinsorten zusammenkippt, dann sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt die alleredelsten nehmen. So einen schönen Kaiserstühler oder sowas. Kaiserstühler mag ich persönlich sehr gerne. Sag das nicht zu laut vor Weihnachten. Brauche ich nicht, danke. genau. Und das war jetzt die zweite Merlot. Flasche. Ich sehe schon, es gibt großes Besäufnis. Ja, haben wir schon was zum Abfüllen? Also ich meine zum hinterher abfüllen, das können wir ja niemals austrinken, da sind wir ja tot. Großer Ben? die hier hat einen relativ großen. Oh, wir können es auch in meinem Wassersack füllen. Und dann filtern und gucken, was rauskommt. Jo. Nee. Übrigens, noch ein kleiner technischer Hinweis. Wir arbeiten hier jetzt gerade mit einem Samyang 14mm 2.0 Objektiv. Für diejenigen, die es interessiert. Das hat keinen Autofokus. Das heißt, der Fokus sollte hoffentlich irgendwo auf der Buschbox liegen. Dinge, die man ungefähr auf Ebene der Buschbox oder ein bisschen drüber in die Kamera hält, sollten gut scharf sein. Alles andere könnte leicht aus der Schärfe raus sein. Aber da das Licht jetzt weniger wird, ist es total scheiße, wenn der Autofokus dauernd hin und her pumpt. Und das sieht dann noch beschissener aus. Und darum habe ich gedacht, das wäre jetzt das kleinere Übel. Ich würde mal Licht machen. Mach du mal Licht. Gut, ich habe da jetzt einen Haufen Alkohol rein. Jetzt brauchen wir Zucker. Schatz, wo ist Zucker? Ja. Okay. Ist der Zucker schon abgemessen? Nee, das sollten 75 Gramm sein. Wenn das jemand gut vorbereitet hat. Dann ist es bestimmt 75 Gramm. So. Eine Viertelmesserspitze Muskat. Das ist also auf gut Deutsch so ein bisschen, ne? Na, also reicht. Bitte. Echt? Das ist ja quasi nichts. Ja, eine Viertelmesserspitze. Ja, gut, das ist auch wirklich nichts. So. Also ihr seht, wir haben das Rezept. Vielleicht seht ihr es, wenn ihr ein bisschen kocherfahren seid, schon mal geviertelt, weil es ging immer um ganze Flaschen und natürlich um eine ganze Messerspitze. Aber das war dann halt wirklich zu viel des Guten. Wir sind ja keine routinierten Trinker, das ist auch gut so. Aber wenn wir jetzt hier einen Liter Glühwein zu zweit wegsaufen, dann rollen wir den Berg runter und hoffen, das richtige Dorf zu finden. Also von daher ist das wirklich... So, eine Viertel Zitrone. Platsch. Ein Viertel. Wie viertelt man Zitronen? Ich kenne mich doch. Das ist Gemüse, Schatz. Da kenne ich mich nicht aus. Das ist Obst. Ach. Man nehme ein Messer und schneide sich ein Viertel raus. Du kannst auch einfach zwei Scheiben machen. Das sieht schöner aus im Topf. Darf ich sie durchschneiden in der Mitte? Oder ja, wie? Einfach so am Rand. So zack, zack, zack. Wenn du dreimal schneidest, hast du nachher zwei Scheiben. Das ist, glaube ich, sowieso nicht auf dem Bild. Nee, das ist nicht auf dem Bild. Ah! Und weg ist er. Also sieht, die Leute gucken schön ins Feuer und sehen nicht, dass du gerade auf deiner Hose eine Zitrone in Scheibchen schneiden willst. Das ist gut, weil das sollen sie auch nicht sehen. Ein bisschen dünner, bitte. Ein bisschen dünner. Stopp!
weil jemand hat nur die Zutaten aufgeschrieben und nicht das Rezept dazu. Oh, stimmt. Reicht, du hast. Reicht? Du hast dreimal geschnitten. Okay. Das war also die Zitronenkomponente. Jetzt soll ich Muskat, 1 bis 2 halbe Zimtstange. Moment, halbe Zimtstange. Zimt ist gut. Zimt ist ein Baumprodukt. Halbe Zimtstange ist drin. 1 bis 2 Nelken. 1, 2. Ein Sternanis. Flop. Und 4 bis 6 Pimentkörner. Wir haben hier 4. 2, 4. Ist eine Nelke noch übrig. Soll ich die noch reinschmeißen? Ja. Ha. Gut. Die Zutatenliste können wir euch noch kurz einblenden. Jawohl. Jetzt habe ich Zitrone auf der Hose. Ja. Naja, die ist sowieso mehr als reif und fesch. Jetzt warten wir, bis das Feuer ein bisschen runtergebrannt ist und machen das warm, aber kochen es nicht, damit nicht der ganze Aluhol rauskommt, ne, Schatz? Ja. An dieser Stelle noch der Hinweis, das ist mir wirklich dann wichtig, wenn es schon mal was Alkoholisches zu trinken gibt. Wir trinken beide nur sehr, sehr wenig. Es gibt sich hin und wieder mal die Möglichkeit, dass man hier und da mal was mittrinkt. Selber machen wir ganz, wirklich ganz selten zu hin und wieder mal einen Anlass, irgendein Fläschchen, irgendwas Kleines auf. Also zuletzt haben wir, glaube ich, an unserer Hochzeit. An unserer Hochzeit und dann hinter meinem Geburtstag hatten wir noch eine kleine Flasche Met. Da hatten wir auch noch ein bisschen, aber wir trinken wirklich ganz selten mal was. Also, oh. Aber das ist günstig, so ist man viel günstiger betrunken. Ja, ja, dadurch vertragen die auch nichts. Weil ein Gläschen reicht, wenn man nichts verträgt, reicht ein Gläschen. Absolut, also auf dem Weihnachtsmarkt 2 Glühwein und wir sind beide singen lustige Lieder und solche Späße. Vielleicht wäre gut, wenn man den Deckel da drauf macht, Schatz. Ja, damit nicht Zeug reinfällt. Damit nicht allzu viel Zeug reinfällt. Aber es ist ja Waldglühwein, da gehört also schon noch durchaus eine gewisse Prise Wald dazu. Glaub mir, der ist drin. So. Ja, ich mach das jetzt mal drauf. Mach ne? das jetzt mal drauf. Und dann. Jetzt wäre ein Thermometer natürlich eine feine Sache zum Gucken, wie warm das ist. Tja. Tja. Irgendwas ist halt irgendwo. Immer. Soll ich mal auf dem Rezept gucken, wie lang und heiß und so, dass das werden soll? Ja, das guck doch mal. Naja, wenn es anfängt zu dampfen, dann dampft zumindest mal der Alkohol raus. Dann kann man mal den Dampf inhalieren. Wenn man dann ganz laut husten muss, dann ist es der Alkohol gewesen. Wieso, wenn man husten muss? Na, wenn du Alkoholdampf inhalierst, musst du hoffentlich husten. Wenn nicht, bist du Profi-Alkoholiker. Ja, aber auch bei so ein bisschen Wein? Ich habe da keine Ahnung, aber... Naja gut, da wird ja der konzentrierte Alkohol rausdampfen. Das ist ja Wurst, wie viel Prozent da vorher drin waren. Was da rausdampft, ist dann Alkohol pur. Ja. Weil der Schatz, kannst du da unten bitte irgendwas ranmachen? Das ich arbeite dran. Fliegt jetzt dann gerade runter. Ja, ja. Hold. Please hold the line. Arbeite du dran, ich hab's. Ach so, gut, dann brauche ich ja nicht mehr dran arbeiten. Wenn man zugucken kann, wie das Ganze langsam... willst du schon mal gucken? Ja, gucken wir doch mal. Da tut sich noch, nichts. Guckst du, dass du das Gefühl hast und ich lege Holz nach? Ist gut. Ich kenne mich aus mit Gefühlen. Gut, ich erzähle zwar dauernd, dass Gefühle kein valides Maß sind, um irgendwas in der Natur wirklich beurteilen zu können, aber... Und ich weiß nicht, ob Hunger so ein valides, da doch eigentlich schon ein Gefühl ist. Hunger ist ein sehr realistisches Gefühl. Ja, aber ist es ein Gefühl oder ist es wirklich eher ein Zustand des Designs? Das ist aber ohnehin, jetzt mal im Ernst, das ist eine ganz interessante Frage, inwiefern ein physiologisch begründetes Gefühl denn jetzt nun ernstzunehmender ist als ein nicht physiologisch begründetes Gefühl, beziehungsweise gibt es überhaupt Gefühle,
die nicht dann doch auch auf irgendeiner biologischen Tatsache basieren. Dass man zum Beispiel einsam ist, das wäre damit zu erklären, dass man einen unbefriedigten Fortpflanzungstrieb hat. Zum Beispiel, und damit kann man nicht für den Arterhalt sorgen. Oder, dass man einfach effizienter ist als Homo sapiens, wir sind ja Rudeltiere, ist man einfach effizienter, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, als wenn man versucht, alleine klarzukommen. Heißt, der eigene Überlebenserfolg wäre mit anderen Artgenossen um sich herum als höher einzustufen. Vor allem, wenn sie die ganze Arbeit machen und man selber sehr philosophisch da sitzt und erzählt. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, darf auf jeden Fall. Darf ich deinen Finger auch einhalten? Ja, darfst du. Den essen wir dann mit. Braucht noch ein bisschen. Haben wir eigentlich was zum Rühren? Ich wollte doch fragen, hast du irgendwas zum Rühren? Du bist der Koch. Wir hatten mal irgendwo einen Kochlöffel. Der schmeckt vielleicht noch ein bisschen nach Käse, aber... Ja, der auch, keine Ahnung. Habe ich den schon sauber gemacht? Hast du da nicht nur eine Kelle? Du hast da doch eine Kelle, habe ich gerade gesehen. Ja, aber mit der rührst du mir nicht in den Zahnbeertopf rum. Ach so, jetzt geht das wieder los. Ja, tut mir leid. Mein Topf, meine Regeln. Moment mal, unser Topf. Meine was, Regeln. Was... Was dein ist, soll mein sein, Schatz. Ja, aber der hat echt noch Käse. Nimm die Rückseite. Ich nehme die Rückseite. Vor allem nach unten den Zucker wegrühren. Bitte. Ich versuch's. Also aufrühren, reinrühren. Ah, es beginnt schon zu dampfen. Also der Alkohol dampft schon raus. Ja, wollen wir den rausgedampft? Nein, wollen wir natürlich nicht. Also ein bisschen Alkohol darf da schon noch drin sein. Da geht eh noch genug verloren, wenn wir jetzt hier auf diese Art und Weise das Ding heiß machen. Zumindest ein bisschen. Also wir sollen es ja heiß machen und dann nehme ich anziehen lassen. Yep. Ich war ja eigentlich dabei, das rauszukriegen. Ja, mach mal den Deckel wieder drauf, bitte. Ich komme nicht dran, der ist so weit weg. Ja, und ich komme zu nichts. Ja. Aber ich kenne... Also fand es jetzt auch spannend, dass das Betty Bossi-Rezept so viele Weine durcheinander mischt. Ja, das ist schon ein bisschen alternativ, ne? Ich hätte jetzt irgendwie so gefühlsmäßig einfach einen Rotwein genommen und fertig. Ja. Hm. Ja, ihr dürft euch uns gerne in den Kommentaren schimpfen, dass man das nicht macht. Mhm. Gut, es ist ja... Nein, das darf ich jetzt wieder nicht sagen, gell? Ja, ja, es sind die Schweizer und es kommt ein lustiger Schweizwitz. Ha, ha, ha! Hä? Bin still. Aber immerhin gibst du zu, dass meine Schweizwitze lustig sind. Ist das Holunder, wenn es so eine krasse Markröhre hat? In dem Fall meistens schon, aber da wir hier jetzt gerade ein bisschen Esche eingesammelt haben, die gibt es jetzt gerade relativ reichlich, ist das Esche. Okay. Liegt nämlich daran, dass es auch tatsächlich Esche ist. Und ja, Esche hat auch eine relativ dicke, weißliche Markröhre, so ein bisschen an den Holunder erinnernd. Was sehr verwirrend sein kann, weil sich Esche und Holunder ja auch schon von den Blättern her ziemlich ähnlich sehen. Und dann hat auch noch die Esche auch noch so eine blöde weiße Markröhre. Nicht ganz so krass wie beim Holunder wohlgemerkt, aber ja, das führt dann schon zu einer gewissen Verwirrung manchmal. Jo. So, ich glaube, jetzt ist es heiß. Ja, ich glaube auch. Dann nehmen wir jetzt den Pott vom Feuer. Boah, das war knapp. Andere Leute nehmen ihn auch einfach hier oben. Und... wir melden uns so in 1-2 Stunden wieder bei euch. Mhm. Tschüss. Tschüss. So, jetzt Sattle. Wir haben hier so eine leichte indirekte Beleuchtung vom Feuerchen, vom Hobokocher und aber jetzt müssen wir den Glühwein romantische Stimmung nach dem Stündchen dann nochmal drauf machen. Schatz. Ja. Dass der noch mal ja, wir machen den Glühwein jetzt nach 2 Stunden Ziehzeit, machen wir ihn nochmal drauf. Erstaunlich, wie wenig es dunkler geworden ist in 2 Stunden. Vor allem bei mir war es noch ein Stündchen und bei dir sind schon 2 Stunden, ja. Schatz. Wie die Zeit doch vergeht. Faszinierend, nicht wahr? Ja, ihr merkt vielleicht, es ist warm. Aufgerundet 1-2 Stunden. So, ich reiche uns mal einen Kelch. Ich habe einen Schöpflöffel. Das ist schön. Ja, meinst du, das ist schon so heiß genug? Das dürfte heiß genug sein.
Ich habe auch einen Kelch. Wir haben zwei Kelche. Ich weiß. Schöpf. 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 Ein Glas Dampf, mein Herr. Oh, ein Glas Dampf. Das sieht ja cool aus. Du sitzt sicher drauf. Das könnte sogar stimmen, ja. Muss ich gucken, dass ich keine lustigen Fische uns schöpfe. Das ist das nächste, ja. Noch ein bisschen. So, auch, Entschuldigung. Ja. Prost. Zum Wohl. Der Haken mit den Kunststoffweingläsern, die klingeln nicht schön. Wir können Moment, es doch wir simulieren. Wir simulieren. Bling. Kling! Also, wir wünschen alles Gute und frohes Glühwein. Frohes Weihnachtsmarkt im Wald. Mhm. Und mal was anderes. Ja. Bisschen ziehen lassen können wir noch. Ja. Ne? Ja, das mit dem ziehen lassen, das verstehe ich schon, das Argument. Aber grundsätzlich ist er ganz fein. Mhm. Ach, und übrigens, geht zu Fuß in den Wald, wenn ihr euch zu zweiten Liter Glühwein macht, ne? Ja, das schmeckt. Also, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch. Jawohl. Wir sehen uns ja morgen wieder oder mindestens den Ben seht ihr morgen wieder und wünschen euch noch einen schönen Abend oder was auch immer gerade ist. Macht's gut. Tschüss. Ich würde winken, aber ich kann schwenken. Schwenk. Tschüss. Schwenk.